Guten Morgen, ich begrüße euch hier aus Mainz Hauptbahnhof an diesem wunderschönen stimmigen Morgen. Und heute sind wir mal als Passagier unterwegs. Das hier ist der Zug, in dem wir sitzen werden, die Baureihe 628. Und ja, sind dann ungefähr in den nächsten 20 Minuten als Fahrgast unterwegs, und zwar nach Gau-Algesheim. Da fährt auch gerade ein Zug ein, 110, wunderschöne Morgenstimmung. Ja, schon richtig herrlich, oder? So früh morgens N-Wagen. Also da muss man wirklich dem TSV doch einfach lassen, wie unglaublich schön diese morgendliche Stimmung aussieht. Ist tatsächlich meine Lieblingszeit zu fahren. Allerdings fahren wir heute nicht selbst, sondern wie gesagt, wir sind unterwegs als Fahrgast. Ja, können uns einmal noch ganz kurz hier umgucken. Der Zug fährt um 7.04 Uhr ab. Hier unten in den Unterführungen, ob wir noch hier irgendwas finden, irgendwas Interessantes. Es ist gerade 7.02 Uhr. Das heißt also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier haben wir noch irgendwelche Automaten. Ja, der Mainzer Hauptbahnhof, wie man ihn von früher noch kannte. Die älteren ZuschauerInnen werden ihn vielleicht noch wiedererkennen. Die jüngeren vermutlich eher nicht so. Ja, Mainz Hauptbahnhof. Und das ist unser Gefährt für heute. Hier noch eine Streckenkarte. Genau, für uns geht es dann heute hier los in Mainz. Und zwar bis nach Gau-Algesheim auf dem Streckenabschnitt. Da ist die 628 unterwegs. Der 628er ist halt hier im Fahrplan auch mit drin. Wenn man die Niddertalbahn besitzt, dann taucht die automatisch hier im Fahrplan auf der linken Rheinstrecke auf. Ich würde sagen, genug dessen. Und wir begeben uns jetzt mal langsam zu unserem Zug, denn der ist gleich abfahrbereit. Ja, im Sonnenaufgang. Ab in die Berge. Wer weiß, was das nächste Strecken-DLC wird. Wir haben ja... Oh, so viele Menschen. Wir haben ja diesen Teaser mit... Baden-Württemberg. Also. Joa, mal gucken. Einmal rein. Zweite Klasse. Boah. Können wir noch die Fahrgastbeleuchtung anmachen? Das wäre noch ganz, ganz nett. Machen wir das einfach mal selbst. Und zwar da, das Wagenlicht. Einmal bitte auf an. Jawohl, das hat auch funktioniert. Und dann setzen wir uns erstmal hier hin, würde ich mal sagen. Und genießen mal die Fahrt heute als Fahrgast. Haben wir eigentlich hier noch einen zweiten Sitz im Führerstand? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Wir können auch mal ja, unserem Kollegen hier über die Schultern schauen. Schon herrlich, ne? Das sieht schon wirklich unglaublich schön aus. So, Spitzensignale sind auch angeschaltet, hervorragend. Machen wir noch die Lokführerpultbeleuchtung hoch. Führerstandslicht, ne, braucht er nicht. PZB muss er selbst entscheiden, ob er damit fahren möchte oder nicht. Bremstest, da. Lokführerpultbeleuchtung gerne an. Startschalter, er müsste eigentlich auf anmachen. Mal gucken, ob er das von alleine noch macht. Wie können wir denn die Instrumentenbeleuchtung eigentlich anschalten? Das geht ja normalerweise mit der Taste I. Aber das geht ja nur, wenn wir das Fahrzeug übernommen haben. Und das haben wir aktuell nicht. Anzeigendimmer auch nicht. Führerstandsbeleuchtung nie. Zugspitzensignale gedimmt. Ist hier unten noch irgendwas zum Bedienen? Nee. Kompressor. Auch nicht. Bremstest, Sandstreuer. Irgendwie muss das ja klappen. Makro. Scheibenwischer.
So, der müsste jetzt gleich aber mal losfahren. Ja, genau. Macht jetzt die Türen zu. Genau, Türen sind zu. Und dann ab geht die wilde Fahrt. Wir kommen später zurück. Ja, wobei, genießen wir mal das Anfahren hier vom Bahnhof aus. Bleiben wir lieber gehockt. Dann sehen wir ein bisschen was von dem wunderschönen Himmel. Wir können auch mal demnächst wieder eine Fahrt machen in dieser tollen Beleuchtung. Ne? Kann auch hier gut beschleunigen auf die 40 hoch. Haben wir auch ein bisschen was abgestellt an Zeugs. Wir haben hier eine 110, Mindlinge, Intercity-Wagen, noch eine 110. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, wir kommen gleich zurück. Wir setzen uns mal in den Fahrgastraum hin. Heute mal als Fahrgast unterwegs auf der linken Rheinstrecke. Und ja, ganz angenehm, muss ich sagen. Fahrsounds finde ich auch ganz schön gelungen. Hier Fenster können wir auch aufmachen. Finde ich auch schön, dass es da diesen Unterschied gibt in der Geräuschkulisse. Kann auch einmal hier durch. Hier können wir uns auch hinsetzen, ne, auf diese Stühle hier am Gang. Moin. Und hier geht es auch weiter durch. Auch hier natürlich die Fenster können wir selbst öffnen und schließen. Und in die erste Klasse, in der man rauchen darf. Aus Gründen, die mir nicht ganz ersichtlich sind. Auch hier, zack, Fenster auf. Dazu. Geht das bei den N-Wagen eigentlich auch? Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht bisher ausprobiert. Also habe ich bestimmt schon mal ausprobiert, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Können wir die Tür noch schließen? Ich würde gerne mich hier von diesem Pöbel der zweiten Klasse abheben. Das geht aber nicht mit einer geöffneten Tür. So. Auch schön mit diesem kleinen Tischchen hier, ne, wo man sein Gepäck irgendwie draufstellen kann oder keine Ahnung, eine Partie Schach mit dem Nebenmann spielen kann oder so. Finde ich ganz interessant. Habe ich so auch sonst nicht in anderen Zügen bisher gesehen. Also nettes kleines Detail. Ja, auch die Textur hier auf dem Boden, ich glaube, das passt ganz gut. Die Textur der Sitze passt, glaube ich, auch, würde ich mal behaupten. Sieht halt sehr gewöhnungsbedürftig aus für Leute, ja, die an modernen ÖPNV gewöhnt sind. Kennt man ja gar nicht so diese Texturen. Kennt man ja auch sonst, glaube ich, aus keinem anderen Zug. Ach, schön, schön, schön. Sehr schön. Ich mag die Geräuschkulisse tatsächlich während der Fahrt. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Kann auch hier hin. Ich weiß nicht, ob wir uns hier hinsetzen dürfen. Nee, das möchte der TSW nicht. Und es gibt halt leider keinen Stuhl für den Beimann. Aber die Perspektive finde ich eigentlich auch immer ganz schön. Hier sind wir auch auf Schlusslichter. Genau. Fenster aufmachen. Machen wir aber nicht, es ist kalt. Ja, und können hier einfach mal ein wenig entspannen.
Das finde ich auch schön. Hier der TSG-Telefunken. Und dann pausen wir vorbei am Bahnhof. Da weiß ich nicht. Schön. Gehen wir wieder zurück. Setzen uns mal in die zweite Klasse. Ich denke an hier so ein, ne? Ja, so ein Vierer wäre nicht schlecht. Ja. Die Sonne geht langsam auf, es wird ein bisschen heller. Das Pinke verschwindet langsam. Und ja. Auf der anderen Seite gibt es nicht ganz so viel zu sehen. Ich finde, das hat auch was sehr Realistisches an sich, oder? Wenn man hier so sitzt. Hier so aus dem Fenster guckt bei der Fahrt. Ja. Ne? Ah, ich glaube, wir halten an. Ja, wir werden auf jeden Fall langsamer. Und so rollen wir hier entlang der linken Rheinstrecke. Nach Saarbrücken. So weit fahren wir natürlich nicht. Saarbrücken. So, und da halten wir dann auch. Wir können uns einmal ganz kurz hier umschauen am Bahnsteig. Ich denke mal, Fahrtrichtung rechts ist der Bahnsteig. Können wir die Türen schon aufmachen? Nee. Oh, wird ein bisschen rumgerechnet. Ja. So, Türen auf. Oh. Lassen Sie mich doch aussteigen. So. Streckenstörung. Ah ja, hier ist ein... Friedhof und da vorne fährt ein N-Wagenzug ein. Schön, oder? Zweimal hier MINT. Lange, lange Zeit haben mir viele Leute immer wieder gesagt, sie hätten genug von dem Verkehrsmod und jetzt haben wir zwei Fahrzeuge in diesem wunderschönen MINT-Grün. Ja, wobei, ob die Farbe schön ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ich finde, die sieht immer so ein bisschen ranzig und billig aus, aber naja. Wir haben mittlerweile eine Lok in Orientrot. Oh, wir fahren ab. Wir haben eine Lok in TEE-Lackierung. Wir haben... was haben wir denn noch? Wir haben eine Lok in Ozeanblau.
Wir haben eine Lok, die Baureihe 155 als blaue Pressnitztalbahn-Lackierung. Ja, die ganzen Trax-Loks, die es in MRCE-Ausführungen gibt. Also da ist jetzt schon mittlerweile so viel mehr als Verkehrsrot dabei. Da ist man doch mittlerweile schon echt weit weggekommen von den Trax plus 106 plus Dostos. Klar wird es die irgendwann auch wieder nochmal geben irgendwo. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Aber alleine, dass man jetzt doch noch schon ein bisschen mehr Auswahl hat, dass man die N-Wagen hat, sowohl in Rot als auch in Mintgrün, das macht schon Unterschied aus. Und dass wir halt auch die Intercity-Wagen haben, einmal in diesem, ja, Verkehrsrot ist es ja, glaube ich, nicht, ne, dieses Fensterband. Und andererseits natürlich in der Intercity-Lackierung mit dem verkehrsroten Zierstreifen. Also im Grunde genommen ICE-Lackierung, wenn man es so möchte. Joa. Da kann man sich eigentlich mittlerweile nicht mehr so sehr über die Variabilität im TSW beschweren. Das Einzige, was halt wirklich fehlt, was halt so richtig noch fehlt, sind einfach noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, was so Güterzuglokomotiven angeht. Ne, da haben wir ja nur die 185 und die 187 und über die 187 müssen wir nicht sprechen. Das, sagen wir mal, ist ein DLC, das nicht unbedingt den Vollpreis wert ist. Ja, die 185 haben wir halt schon in etlichen Ausführungen und ja, okay, der Taurus, klar, ja, aber ist halt in diesem Sinne auch keine dezidiert nur für den Güterverkehr ausgelegte Lok. Zumal wir die im TSW halt auch im Personenverkehr sowieso haben oder auch zuerst hatten und danach ja im Grunde genommen eine leicht überarbeitete Version in MRCE-Lackierung bekommen haben. Ja, das ist halt schon, würde ich nicht so richtig dazu zählen. Also ich finde, die einzigen dezidierten Güterloks, die wir haben, sind eigentlich die, ist eigentlich die 185 und die 187. Klar haben wir noch die 204, ne, und die 363 und die 365. Aber das ist für mich eher so Verschublokomotiven bzw. Rangierlokomotiven, auch wenn ich weiß, ja, die 204 ist eigentlich eine, ist eigentlich nicht als Verschublokomotive gedacht. Ne, als Rangierlokomotive, pardon. Verschub sagt man ja, glaube ich, eher so in Österreich. Ja. Weiß ich nicht, ob man das so richtig dazu zählen kann. Klar, für so eine Nebenbahn, für die Niddertalbahn ist das vollkommen perfekt, mit der 365 da rumzufahren. Da würde ich jetzt auch, ja, wobei doch, mit einer Ludmilla könnte man da ja auch da durchbrausen. Ja, genau, Thema Ludmilla, die ist ja halt in Arbeit. Die kommt ja irgendwann noch. Idealerweise irgendwann dieses Jahr, eher so zweite Hälfte diesen Jahres. Dann hätten wir halt noch mindestens eine weitere Güterzuglok, aber sonst ist halt erstmal da auch nichts in Aussicht, außer halt eben die Ludmilla, außer eben der Großdiesel, den wir da bekommen irgendwann mal, wann auch immer das sein wird. Aber bis dahin wird auch noch einiges an Zeit vergehen und bis dahin würde ich mal behaupten, bekommen wir auch noch mindestens eine weitere deutsche Strecke, bevor die Ludmilla erscheint, mindestens eine weitere deutsche Strecke. Ja, und ob wir da eine dezidierte Güterzuglok bekommen, weiß ich nicht. Weil ich glaube, der Fokus bei den deutschen DLCs ist ja eben doch sehr, sehr stark Personenzugverkehr orientiert. Das liegt einfach daran, dass auch vor allen Dingen, ja, der größte Teil der Spielerinnen und Spieler des TSW, was so deutsche Sachen angeht, hauptsächlich eher so für den Personenverkehr zu haben sind. Und ich glaube, was so Güterverkehr angeht, ist man da eher so in der Minderheit. Von daher wird es vermutlich häufiger noch so sein, dass man vielleicht eine neue Personenzuglokomotive oder eben einen neuen Personenzug bekommt und mit dazu halt eben aber eine Güterzuglok, die halt irgendwie schon mal für was anderes rausgebracht worden ist. Ja, dann bekommt man halt nochmal eine 185.
Gut, was man vielleicht recht easy machen könnte, wäre eine 185 in eine 186 umwandeln. Da muss man ja, glaube ich, am 3D-Modell nichts Wirkliches ändern. Ja, der Sound, der müsste angepasst werden. Der Führerstand ist, glaube ich, soweit auch fast identisch. Also ich glaube, so große Unterschiede gibt es da nicht zwischen der 186 und der 185. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass die noch irgendwann kommt. Weil es halt einfach, ja, der Aufwand da, glaube ich, recht gering ist. Oder halt eben geringer ist, als eine Lok komplett neu zu bauen. Okay, genug hier im Führerstand gegammelt und den Kollegen vollgelabert. Ups, habe ich mir gerade die Tür ins Gesicht geschlagen. Setzen wir uns mal wieder in den Fahrgastraum. Okay, wie lang geht denn eigentlich noch unsere Fahrt, frage ich mich. Wir haben ja dooferweise kein Fahrgastinformationssystem. Hallo? Ich kann die Kamera nicht mehr... Hallo? So, jetzt geht's wieder. Ah? Nee, in der Kamera 3 kann ich die Kamera nicht mehr schwenken. Hm? Das ist ja mal komisch. Ich kann noch zoomen, ich kann nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Aber ich kann die Kamera nicht mehr schwenken. Aber das kann ich mit der Kamera 2. So, wo sind wir denn hier? Ach, das ist schon Algesheim. Hier müssen wir aussteigen. Hier müssen wir aussteigen. Hätte ich jetzt beinahe übersehen. Diese Seite. Oder echt? Oder nicht? Nee, doch, ja. Hier links. So. Ich glaube, weiter kommen wir nämlich gar nicht mehr. Dann einmal hier über die Gleise. Bitte niemals in Realität nachmachen. Kofferkuli. Was ist denn ein Kofferkuli? Den Begriff habe ich ja noch nie gehört. Kofferkuli. Oh, der hat so weit vorne gehalten. Ich würde gerne einsteigen, bevor der abfährt. Schaffe ich das noch? Jawohl. Ist da noch irgendein Collectible? Nee. Nee, ist er nicht. Gut. Hier ist der Zug. Den übernehmen wir. Genau, dann beginnt jetzt die Schicht hier in Gau Algesheim. Da unsere heutige Schicht. Aber das machen wir nicht in diesem Video, sondern das mache ich dann alleine. Bedanke mich fürs Zusehen heute mal bei einer Passagiermitfahrt, während der Intercity an uns vorbeibraust. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.